Gut 30 Jahre ist es her, da schaffte Sandra mit Maria Magdalena den großen Durchbruch. Ein Kulthit, den kann vermutlich heute noch jeder mitsummen. Es gibt jetzt Neuigkeiten von Sandra. Neues Zuhause, neuer Mann, neues Album. Wir haben sie in Marbella getroffen. Sonne, Strand und blaues Meer. Wo andere Urlaub machen, ist Sandra zu Hause. Nach 30 Jahren auf der Partyinsel Ibiza hat sie jetzt ihre Zelte in Marbella aufgeschlagen, wo es ziemlich heiß werden kann. Man sieht nicht nur Afrika, man fühlt auch Afrika. Das ist schon was ganz anderes wie auf Ibiza. Und es ist teilweise nicht zu ertragen. Da muss man sich wirklich in Air-Condition-Räume einsperren. Und es ist ein bisschen schade. Aber heute ist ein wunderbarer Tag. Geradezu perfekt für einen Bummel in der idyllischen Altstadt, die einiges zu bieten hat. Liebe Zuschauer von Leute heute, heute möchte ich Ihnen mal ganz persönlich mein kleines Marbella zeigen. Kommen Sie mal mit. Die 54-jährige Sängerin genießt den heißen Sommertag. Ausnahmsweise allein, denn ihren neuen Partner möchte sie nicht zeigen. Dabei ist er der Grund, weshalb sie in Marbella gelandet ist. Was mein Liebesleben betrifft, bin ich sehr glücklich. Also ich bin in festen Händen und fühle mich unglaublich wohl. Und kann mein Leben genießen und mir aussuchen, wo ich leben will. Und ich möchte mir das erstmal anschauen für ein Jahr hier in Andalusien. Vielleicht ist es mir ja doch zu heiß im Sommer. 42 Grad sind hier keine Seltenheit. Aber Sandra kann ausweichen auf ihre Wohnung in München oder ihr Haus auf Ibiza. Und wenn ihre Zwillinge, die in England studieren, Ferien haben, zieht es sie besonders stark auf die Insel. Deswegen fliege ich da auch morgen gleich wieder hin. Und klar, das sind zwei Jungs mit 21, die lieben natürlich Ibiza, das ist ihr Zuhause. Und sie wollen, haben da auch ihr Freundeskreis und wollen dann auch ausgehen. Und das ist in Marbella ein bisschen anders. Hier ist alles viel ruhiger und sehr gepflegt. Und als Sandra diesen Laden entdeckt, stürmt sie sofort hinein. Ich liebe einfach diesen Duft und ich habe sehr viel Lavendel, der bei mir im Garten wächst und ich pflück die und mache mir dann selber Bändchen drum und hänge es überall hin, weil ich liebe einfach diesen Duft. Den Duft von Lavendel und den Geschmack von Meeresfrüchten. Die kleine Taverne direkt am Strand ist ihr Geheimtipp. Hier kann Sandra vollkommen ungestört und unerkannt sitzen, was sie sehr genießt. Ich bin sehr viel unterwegs beruflich, dass ich immer nur in 5-Sterne-Hotels bin. 5-Sterne-Restaurants habe, auf den Händen getragen wird, immer nur ganz oben, dass wenn ich privat bin, ganz froh bin, wenn ich irgendwo ganz privat sitzen kann. Venusmuscheln mit Gambas und Rotweinsoße, das ist ihr absolutes Leibgericht. Sandra liebt das Leben. 1985 startete sie ihre Solokarriere mit Maria Magdalena und gerade hat sie ein neues Album veröffentlicht. The Very Best of Sandra mit ihren größten Erfolgen. Hier in Marbella versucht sie, auch privat erfolgreich zu sein. Nach zwei gescheiterten Ehen wartet hier vielleicht das ganz große Glück auf sie. Und wir sind schon jetzt gespannt, wo sie sein wird am Ende des Jahres.